Ja gut, diese Frage wollte ich auch stellen. Wer von euch schon ein Glühwürmchen gesehen hat, jetzt wissen wir es schon. War das in der Schweiz oder war das irgendwo im Ausland? Vielleicht können ein paar mir das erzählen, ja? In der Schweiz. Und waren das Glühwürmchen, die am Boden geleuchtet haben oder in der Luft? Weißt du das noch? In der Luft, okay, du? Okay. Die so als leuchtende Punkte in der Luft herumgeschwebt sind. Okay. Sonst noch jemand? Nicht. Okay. Gut, dann beginne ich mal. Also eben Glühwürmchen. Vielleicht kann man noch das Licht ein bisschen, weil es ist alles ein bisschen dunkel und es kommt immer auf die Helligkeit drauf an. Eben, es gibt verschiedene Arten von Glühwürmchen. Das sei schon mal zum Voraus gesagt. Und die Glühwürmchen, das sind nicht Würmchen, Würmer wie die Regenwürmer oder so, sondern das sind Käfer, die zählen zu den Käfern. Man sagt ihnen danke, auch Leuchtkäfer deshalb. Was man am häufigsten sieht, so in der Gegend zum Beispiel, auch in Winterthur wäre das durchaus denkbar, ist sowas. Das ist ein Glühwürmchen, das auf einem Blatt sitzt und auf der Unterseite hinten eben so leuchtet. Das ist das Weibchen des großen Glühwürmchens. Das ist so das Häufigste. Ich möchte jetzt zuerst mal den Lebenszyklus, die ganze Entwicklung eines solchen Glühwürmchens vorstellen, vom Ei über die Larve und die Puppe bis zu den ausgewachsenen Leuchtkäferchen und dann auch ganz kurz weitere Leuchtkäferarten erwähnen, beschreiben. Dann geht es um das Licht, Biolumineszenz, so sagt man dem Vorgang, wenn Tiere eben Licht erzeugen können. Das nennt man Biolumineszenz. Das möchte ich so ein bisschen erklären. Ja? Genau, ganz genau. Das gibt es sehr häufig in der Tiefsee, viel häufiger im Meer als auf dem Festland. Ja? Was habe ich nicht verstanden? Ja, genau. Ja, es gibt einige Tiere oder eben auch Pilze, die ja nicht Tiere sind, die eben auch leuchten können, genau. Dann möchte ich ein bisschen noch darauf eingehen, wie ist das mit dem Kunstlicht? Also wir haben ja, das wisst ihr ja, überall hat es Straßenlampen und alles ist beleuchtet in der Nacht. Wie wirkt sich das aus auf die Glühwürmchen? Ist das ein Problem für die Glühwürmchen oder nicht? Darauf möchte ich dann auch noch eingehen, ja. Das zeige ich dann gerade. Ich zeige das Weibchen und das Männchen. Ich bin jetzt noch so ein bisschen daran, zu zeigen, wie der ganze Vortrag aufgebaut ist, ja? Es ist effektiv ein Problem, genau. Da kommen wir dann darauf. Am Schluss möchte ich noch den Lebensraum vorstellen. Was brauchen die für einen Lebensraum, diese Glühwürmchen? Und wie kann man sie eben auch fördern? Wie kann man schauen, dass es denen gut geht, dass es ihnen wohl ist, dass sie eben einen guten Lebensraum finden? Beginnen wir mal mit dem Lebenszyklus. Eben wie gesagt, was man im Sommer, vielleicht Ende Juni, Anfang Juli oder so sehen kann, an einem Waldrand, an einem Wegrand oder so, auf einem Blatt, ein leuchtendes kleines Insekt, das ist eben häufig das Weibchen des großen Glühwürmchens. Wenn man das genauer anschaut, diese Leuchtorgane, sieht man, dieses Glühwürmchen ist wie viele Insekten so in Segmente eingeteilt, einzelne Teile sozusagen, die hintereinander liegen. Ganz zu hinterst, im hintersten Segment hat es zwei Leuchtpunkte, die man hier sieht. Das zweithinterste Segment leuchtet ganz und das dritthinterste auch. Die anderen Segmente, die man hier gar nicht sieht, die leuchten nicht. Also das ist so bei diesem großen Glühwürmchen Weibchen. Das Männchen sieht komplett anders aus. Das hat Flügel, wie man hier sieht, große Augen. Die großen Augen braucht es eben auch, die Flügel auch, weil es eben herumfliegt und die Lichter sucht von den Weibchen, damit es eben dann zur Paarung kommen kann. Also die machen etwas ganz anderes. Es gibt ja Tiere, wo die Männchen und die Weibchen komplett anders aussehen. Die Weibchen, die haben keine Flügel, nichts, die können nicht fliegen. Die Männchen haben Flügel und können fliegen und haben große Augen. Die Männchen dieser Art, wir werden dann noch andere Arten kennenlernen,
dieser häufigsten Art, dieses großen Glühwürmchens, die leuchten auch nicht. Da leuchten nur die Weibchen am Boden und die Männchen, die herumfliegen, leuchten nicht. Es hat hier auch hinten, unten nirgends helle Stellen. So kann eine Paarung aussehen. Hier sehen wir oben das Weibchen. Das wären die Leuchtorgane und das ist das Männchen, das hat das Weibchen gefunden. Eben hier sehen wir wieder die großen Augen und jetzt, es ist so, dass das Männchen, das fliegt herum, sucht die Lichtchen, findet dann so ein Weibchen, aber dann gibt es noch einen zweiten Check, ob es wirklich das Richtige ist, ob es wirklich die richtige Art ist für die Paarung und nicht zum Beispiel eine andere Leuchtkäferart. Und das läuft dann mit der Nase, kann man nicht sagen, aber mit dem Geruch. Die Insekten, die haben eigentlich keine Nasen, sondern die riechen meistens mit den Antennen. Okay, und das läuft hier jetzt gerade. Dann kommt es eben zur Paarung und dann werden die Eier gelegt. Die sehen so unspektakulär aus, wie vielleicht kennt ihr Schneckeneier oder so. Das sind einfach so etwa einen Millimeter große, runde Dinger, die übrigens auch ein bisschen leuchten, eigenartigerweise. Hier wurden die unter diesem Baumstrunk abgelegt. Daneben sehen wir das Weibchen, das ist längst tot. Das sieht aus ein bisschen fast wie eine ausgedrückte Zahnpastatube. Also die Weibchen, die legen die Eier und dann sterben sie nach der Paarung. Das geht relativ schnell. Nach einem Tag oder so nach der Paarung sind sie tot, haben die Eier gelegt. Hier sehen wir noch die Eier. Dann 10 Tage nach der Paarung, nach der Eiablage, sehen wir, dass das tote Weibchen bereits von Pilzen quasi zersetzt wird, so langsam aber sicher. Hier noch mehr. Und den Eier sind immer noch viele da. Und irgendwann, nach über einem Monat, passiert es dann, dass die kleinen Larven aus den Eiern schlüpfen. Hier sehen wir so eine Larve im Vergleich zu einer Spitze eines Bleistiftes. Also wir sehen, die sind ganz winzig. Wirklich ganz winzig. Aber die wachsen dann mit der Zeit und häuten sich auch mehrmals. Sie haben ein bisschen eine starre Haut und wenn sie wachsen, dann wird es zu eng, dann müssen sie sich häuten und dann wächst eine neue Haut nach und das passiert dann mehrmals so. Und die können dann mit der Zeit doch, wie man hier sieht, etwa 3 Zentimeter groß werden, also diese winzigen Viecher. Hier sehen wir, die haben da vorne beim Mund, haben die so spitzige, halbrunde Zangen fast und die brauchen sie, um ihre Beutetiere zu töten. Das, wir sehen gleich, um was sich das handelt. Hier sehen wir das noch einmal einigermaßen gut, diese Zangen vorne beim Mund. Und eben was sie fressen, diese Glühwürmchen, das sind Schnecken. Und sie überwältigen, wie man hier sieht, mit diesem Tigerschnägel oder mit dieser Rotzschnecke, wie sagt man, Wegschnecke, sagt man, glaube ich, Hochdeutsch. Eben, sie überwältigen ohne weiteres auch viel, viel größere Tiere. Und das geht so, die gehen also auf die Schnecke los, sie finden vielleicht den Schneckenschleim, folgen diesem Schneckenschleim, dann gehen sie zur Schnecke, beißen sie in den Nacken und dabei injizieren sie Gift. Und das machen sie mehrmals, bis die Schnecke keinen Wank mehr macht, tot ist und dann wird sie eben gefressen, mindestens teilweise. Also dieses Glühwürmchen wird es nicht schaffen, diese ganze Riesenschnecke zu fressen. Aber ich habe auch schon mal eine Glühwürmchenlarve mit einer doppelt so großen Nacktschnecke, also nicht Häuschenschnecke, Nacktschnecke wie diese, in ein Glas getan. Am Abend und am nächsten Morgen war dann die Schnecke weg. Also die Larve hat diese ganze Schnecke gefressen, obwohl die doppelt so groß war. Schnecken bestehen zum Teil aus Wasser. Das Wasser ist dann wahrscheinlich irgendwie weggegangen. Auf jeden Fall, es war wirklich noch verrückt. Also es war sehr gemein, was ich da gemacht habe für die Schnecke natürlich. Weil die Schnecke, die wurde dann gebissen und dann ist sie in einem extremen Tempo ist sie in diesem Glas rumgerannt, weil sie hat gemerkt, das ist irgendwie gar nicht gut, was da läuft und wollte abhauen, konnte aber nicht. Und dann kam eben der nächste Biss und irgendwann war die Schnecke dann eben tot und wurde gefressen. Also, die fressen eben Schnecken, diese Glühwürmchen. Sie fressen auch Häuschenschnecken. Bei den Häuschenschnecken warten sie zwischen den Bissen
weil sie ja eben mehrmals zubeißen müssen, auf dem Schneckenhäuschen. Ist schön sauber und so, nicht schleimig und kann man bequem warten und die Schnecke kann nicht abhauen und irgendwann wird dann eben wieder zugebissen und irgendwann ist die Schnecke tot und dann wird sie, wie man hier sieht, ausgefressen. So läuft das da. Jetzt ist es so, dass natürlich, wenn man Schnecken frisst, dann ist es so eine schleimige Sache, das gibt so ein bisschen eine Schweinerei in der Mundpartie und da braucht man irgendwie eine Art Zahnbürste, um sich eben den Mund wieder zu reinigen. Und die haben so eine Zahnbürste eingebaut, die Larven der Glühwürmchen, ganz zuhinterst am Körper. Also ein weißes, borstenförmiges Organ, das können sie ausfahren und damit können sie sich eben die Mundpartie putzen, damit sie wieder sauber sind und nicht alles verklebt ist. Und dieses Organ, das ist da zuhinterst, eben diese Bürste, brauchen sie auch ein bisschen so wie ein siebtes Bein. Also sie haben ja sechs Beine da vorne, eins, zwei, drei, auf der anderen Seite nochmals drei. Alle Insekten haben sechs Beine im Prinzip. Okay, und das ist wie ein siebtes Bein, das sie brauchen zum Abstoßen. So. Oder auch beim Rückwärtsgehen auch so, zum sich nach hinten ziehen. So muss man sich das vorstellen. Okay, und wenn man so eben so eine Borste, die aus verschiedenen Strahlen sozusagen besteht. Wenn man einen dieser Strahlen genau anschaut, an der Oberfläche, sieht man, es hat einerseits so wie kleine Kämme daran, die sind ideal eben zum Putzen, zum diesen Schleim wegputzen, aber es hat auch Haken da im oberen Teil, die sind wiederum ideal zum sich eben festhaken bei dieser Fortbewegung. Also wirklich ein ganz raffiniertes Organ, dieses borstenförmige Organ. Gut, die Altlarven, nach zwei, drei Jahren, also die überwintern auch, das ist eine ziemlich vollgefressene, jetzt ziemlich satt, die spazieren in der Gegend rum, suchen sich einen Platz zum Verpuppen, machen das und dann häuten sie sich noch ein letztes Mal, das wäre die Larvenhaut, und dann verpuppen sie sich, wie das auch Schmetterlinge machen oder Fliegen oder so, und aus dieser Puppe, das ist jetzt eine männliche Puppe, das sieht man, weil da schon die Flügel sichtbar sind und eben nur die Männchen Flügel haben, eben dann nach 10 Tagen oder so schlüpft dann wieder Männchen und Weibchen raus, kommt es wieder zur Paarung und dann beginnt alles wieder von vorne. Also so läuft das etwa. Gut, jetzt gibt es noch viele weitere Leuchtkäferarten. Ich werde jetzt nicht alle 2000 vorstellen, die es weltweit gibt. Am meisten gibt es übrigens in den Tropen, wo es am Äquator und so, wie bei vielen Artengruppen ist es so, dass dort eigentlich die größte Vielfalt ist. In der Schweiz sind es etwa 4 oder 5 Arten. Das große Glühwürmchen haben wir schon kennengelernt. Das kleine Glühwürmchen, den italienischen Leuchtkäfer und den Kurzflügelleuchtkäfer werde ich noch kurz vorstellen. Bei diesem italienischen Leuchtkäfer, da gibt es so 2 Arten, wo man nicht so recht weiß, ob es 2 Arten sind oder nur eine. Deshalb habe ich hier geschrieben, dass es 4 bis 5 Arten sind, total. Gut, das kleine Glühwürmchen, das ist wieder ein Weibchen, das leuchtet am Boden, keine Flügel hat. Das leuchtet an anderen Stellen als das große Glühwürmchen. Hier eine Paarung dieses kleinen Glühwürmchens. Das Männchen sieht sehr ähnlich aus wie beim großen Glühwürmchen. Das Weibchen ist viel weißer. Da ist eben interessant, dass das Männchen nicht nur fliegen kann, sondern auch leuchten. Das hat auch ebenso Leuchtorgane wie das Weibchen. Und das ist natürlich dann eben von der Show her viel schöner, weil die fliegen dann in der Luft herum und leuchten. Das ist jetzt eine Fotografie, eine Langzeitbelichtung, wo man also relativ lange die Linse offen gehalten hat. Und da sieht man eben den ganzen Flug eines Tieres. Und das sind so grüne Funken, die irgendwie in der Luft rumschweben, dann verlöschen, dann beginnt es wieder, diese Funken. Das ist dann etwas ganz Fantastisches halt. Das kann man teilweise auch da auf der Alpen-Nordseite sehen. Beim Waldfriedhof in Schaffhausen hat es eine große Population dieser kleinen Leuchtkäfer, die immer auch sehr viele Besucherinnen und Besucher anlockt, Ende Juni, Anfang Juli und auch an anderen Stellen. Im Tessin hat es auch viele von denen. Dann den italienischen Leuchtkäfer. Da sehen sowohl die Weibchen wie die Männchen sehen aus wie Käferchen. Also
nicht so, dass das Weibchen total anders aussieht. Und was da speziell ist, ist, dass die nicht eben mit so langen Funken leuchten, sondern die leuchten so blinkend. So. Und wenn man dann eine Langzeitfotografie macht, sieht das eben so aus, dass da eben, dass man diese Punktreihe sieht, wenn das Tier rumfliegt und blinkt. Und da in der Mitte hat es noch einen Strich. Was könnte das sein? Hat jemand eine Ahnung? Ja, ihr wisst das ja alle. Ja. Super. Das hat sich da verirrt ins Bild gewissermaßen. Also das zeigt auch, dass es Orte gibt, wo es zwei Arten von Glühwürmchen, von Leuchtkäfern gibt. Genau. Okay. Das ist die Larve dieses italienischen Leuchtkäfers. Sieht eigentlich sehr ähnlich aus, hat auch wieder so ein borstenförmiges Schwanzorgan. Auch vorne diese Zangen frisst auch Schnecken. Dann der letzte Leuchtkäfer in der Schweiz, der vierte, ist der Kurzflügelleuchtkäfer. Der fällt ein bisschen so aus der, ist ein bisschen das schwarze Schaf dieser Käferfamilie, wenn man so will. Also, weil der frisst nicht Schnecken, sondern Regenwürmer. Und die Weibchen und die Männchen, die leuchten gar nicht. Die haben wieder umgestellt auf die Methode, die eigentlich bei den meisten Insekten der Fall ist, dass man sich per Geruch findet. Also die meisten Insekten, die finden sich eigentlich, wenn sie sich paaren wollen, per Geruch. Also die Weibchen, die strömen beispielsweise einen Duft aus und die Männchen, die dann meistens auch sehr große Antennen haben, die riechen das und finden dann die Weibchen. Und das läuft bei denen so. Okay, jetzt kommen wir zu diesem Licht, zur Biolumineszenz. Das ist eine chemische Reaktion, die ich da im Detail nicht unbedingt erklären kann. Ich verstehe es irgendwie auch selber nicht wahnsinnig genau, ehrlich gesagt. Das braucht ganz bestimmte Substanzen, bestimmte Moleküle, die eben aus verschiedenen Atomen bestehen. Es braucht dann auch Sauerstoff. Das ist ein Sauerstoffmolekül, diese zwei roten Kugeln. Und dann findet eine Reaktion statt und bei der Reaktion wird Energie frei. Und diese Energie wird in Form von Licht frei. Es gibt viele biochemische Reaktionen im Körper, auch bei uns, wo zum Beispiel Wärme frei wird. Zum Beispiel, wenn wir schlottern, weil es kalt ist, dann bewegen wir uns, damit eben Wärme frei wird. Oder es gibt Reaktionen, wo die Energie in Bewegung umfunktioniert wird. Und dann gibt es eben auch solche relativ wenige Reaktionen, wo Licht entsteht. Wie wir schon am Anfang kurz besprochen haben, eben, es gibt viele Meeresorganismen, die über Biolumineszenz verfügen. Und auf dem Festland gibt es nicht wahnsinnig viel. Es gibt in jedem Wald, wenn man sucht und weiß, wie suchen, gibt es Leuchtholz, was man hier im Hintergrund sieht. Das ist so leuchtendes Holz, das von einem Pilz, von einem Hallimaschpilz durchsetzt ist. Wenn man das aufbricht und im Dunkeln anschaut, dann leuchtet das fantastisch. Hier ein Leuchtholz, wo sogar ein Leuchtkäferchen noch drauf hockt. Was es auch gibt, sind so Pilzmücken, also bestimmte Mückenlarven, die auch leuchten. Man sieht das ein bisschen, es ist halt ein bisschen hell. Hier, die leuchten so bläulich, die sind so unten an so Pilzen, aus Bäumen rauswachsen. Man sieht doch manchmal aus Bäumen, Baumstrünken, sieht man so halbrunde Pilze rauswachsen. Und bei gewissen dieser Pilze hat es eben dann diese leuchtenden Pilzmückenlarven. Aber sonst ist da wirklich nicht viel los bei uns, biolumineszenzmäßig. Was ist die Funktion dieses Lichts? Etwas haben wir schon gehört, eben es geht um die Paarung. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man weiß, dass die Eier, die Larven, die Puppen auch ein bisschen leuchten, da kann es ja nicht um die Paarung gehen. Die Larven, die werden sich ja nicht paaren. Da hat man herausgefunden, dass es eigentlich wie ein Warnlicht ist, das Leuchten, weil für Kröten, für Fledermäuse, für Vögel sind Leuchtkäferchen, auch die Larven, giftig und sie schmecken auch sehr unappetitlich. Und wenn eine Kröte beispielsweise oder auch eine Fledermaus so ein Ding in den Mund bekommt, dann spuckt sie es gleich wieder raus. Und wenn das eben geleuchtet hat vorher, merkt sie sich das. Ah, Dinge, die leuchten, nimmt man besser nicht in den Mund. Ja? Ja,
Sie haben wenig Feinde unter den Wirbeltieren, also eben Kröten, die im Wald ja unterwegs sind in der Nacht, oder vielleicht auch Feuersalamander oder auch Vögel teilweise oder irgendwelche Igel oder so, die fressen das nicht, oder Fledermäuse. Aber zum Beispiel Spinnen, die können die recht gut vertilgen. Bei den Spinnen scheint dieses Gift nicht zu wirken. Also es ist halt schwierig, irgendwelche Gifte zu produzieren, auch für einzelne Tiere eben, die gegen alle Tiere wirken. Also sie haben schon ein paar Feinde. Es sind vor allem so eben Spinnen und so. Ja? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, aber man hat eben herausgefunden, dass sonst vom Aufbau, wie das Tier aussieht, vielleicht auch mit diesem Schwanzorgan und so weiter, ist es sehr, sehr ähnlich wie die Glühwürmchen. Aber es leuchtet einfach nicht mehr, außer den Larven. Die Larven leuchten effektiv noch. Das habe ich auch schon gesehen. Und heute bestimmt man die Verwandtschaft ja häufig auch so mit genetischen Untersuchungen. Und da findet man manchmal eben, dass Arten verwandt sind, genetisch sehr ähnlich, die man auf den ersten Blick gar nicht so als ähnliche Arten ansieht. Ja? Ja, genau. Ich meine, die Spinne, die hat natürlich einen ganz anderen Stoffwechsel, die funktioniert irgendwie ganz anders als eben die Wirbeltiere oder auch wir oder so. Und offenbar sind jetzt diese Gifte vor allem eben bei den Wirbeltieren wirksam und bei Spinnen nicht. Ja? Ja, also es ist nicht so, dass wir gerade sterben müssen, aber ein Freund von mir, der ist in Kanada aufgewachsen und dort hat es stellenweise offenbar recht viele von diesen Glühwürmchen, also von ein bisschen eine andere Art. Und die haben das als Kind, haben sie diese Glühwürmchen gesammelt und auf dem Körper verstrichen, weil dann haben sie noch eine Weile geleuchtet. Und das fanden sie witzig. Die Leuchtkäferchen fanden es vermutlich nicht besonders witzig, aber die Kinder fanden es witzig, weil die waren dann eben so leuchtend. Und er hat erzählt, wenn er dann irgendwie aus Versehen eben diese Leuchtkäfer, diese zerquetschten Leuchtkäfer an den Lippen, wenn die an die Lippen gekommen sind, dass es wirklich ganz widerlich geschmeckt hat. Mehr weiß ich nicht. Also eben tödlich ist es sicher nicht. Ja. Ja. Das ist auch eine gute Frage. Es ist ein anderes Gift. Eben, die haben zwei verschiedene Gifte. Ein Gift, das quasi eher auf der Körperoberfläche ist oder das sie auch abgeben können, wenn sie attackiert werden. Das ist das Gift, das Abwehrgift. Und dann das zweite Gift, das ist irgendwelchen Munddrüsen, sage ich mal, und das wird injiziert mit diesen giftigen, mit diesen Zangen. Aber das ist ein anderes Gift. Ja. Ja, also es ist ein Gift, das offenbar verwandt ist mit Giften, wie auch Kröten oder so, das teilweise auf der Haut haben. Und es hat mal jemand geschrieben, dass gewisse Eidechsen, wenn die aus Versehen so einen Leuchtkäfer fressen, dass sie dann gerade sterben, also dass es schon ziemlich heftig sein kann, aber im Allgemeinen wird das wieder rausgespuckt. Ja. Das habe ich nicht recht verstanden. Brasilianische? Ah ja, genau. Die haben auch so eben das. Genau. Nein, das ist natürlich überhaupt nicht das einzige Tier, das solche Giftinjektionsklauen am Maul hat. Das hast du völlig recht. Genau. Ja gut, machen wir da mal weiter. Kommen wir zur Frage des Kunstlichtes. Eben, wie wirkt sich das aus auf diese Glühwürmchen? Wir haben das untersucht im Kanton Aargau in einem Dorf, wo es ganz viele Glühwürmchen so an einem Weg hat. Und da hat es, wie man hier sieht, immer wieder helle Stellen und dunkle Stellen.
abwechslungsweise. Das ist so dieser Weg da, hier im Luftbild. Und da hat eine Frau gewohnt hier, eine alte Frau, die ist jetzt gestorben unterdessen, die hat da auf diesem Weg, Sommer für Sommer, hat sie die Glühwürmchenweibchen, die leuchten am Boden, die vom großen Glühwürmchen gesucht und überall da einen Punkt gemacht. Die kleinen roten Punkte sind die Weibchen, die großen roten Punkte sind die Lampen, die Straßenlampen. Und wir sehen, die Weibchen, die sind durchaus auch bei den Straßenlampen. Die gehen also dem Licht nicht aus dem Weg. Jetzt haben wir uns gefragt, wie sieht das bei den Männchen aus? Gehen dann die Männchen diesen Lampen aus dem Weg? Und weil man die Männchen ja nicht sieht, weil sie nicht leuchten, haben wir so Fallen gemacht. Etwas furchtbar Einfaches. Man kann das mit verschiedenen Gläsern oder Becherchen machen oder so. Also da hat man so ein kleines LED-Lämpchen und eine Batterie. Und dann setzt man das zusammen und dann leuchtet das. So. Dann stellt man das da irgendwie an den Wegrand, an den Straßenrand. Und dann meint natürlich das Männchen, das sei ein Weibchen, weil es so sehr ähnlich leuchtet. Und so kann man die eben dann fangen und nachher natürlich auch wieder freilassen. Und kann man eben nachweisen, ob die überhaupt da sind oder nicht, ob die kommen. Hier ist auch diese Situation mit einem Becherchen, diese LED. Und dann hier eben das Männchen. Und da kommen manchmal, wie man hier sieht, kommen da ganz viele. Auf jeden Fall haben wir da geschaut, unter den Straßenlampen und an den dunklen Stellen. Wie sieht das aus? Es hat so ausgesehen, bei den Straßenlampen haben wir kein einziges gefunden, immer 000. Und an den dunklen Stellen dazwischen konnten wir doch recht viele fangen. Dann haben wir die Straßenlampen abstellen können, mit der Gemeinde das besprochen. Und dann hat sich die Situation total verändert und auch unter den Straßenlampen hat es viele gehabt. Das heißt also mit anderen Worten, wenn da ein Lichtkegel ist, dann kommen die Männchen eben nicht. Das heißt, wenn dort ein Weibchen leuchtet unter der Straßenlampe und die machen das eben manchmal, kommen keine Männchen, dann kommt es auch nicht zur Paarung und nicht zur Fortpflanzung. Und das ist natürlich für die Population schlecht. Also könnte man sagen, dass eigentlich jeder Lichtkegel von den Lampen so etwas wie ein Käseloch in die Fortpflanzungslandschaft schneidet. Also es ist immer ein bisschen schädlich für die Population, weil dann warten die Weibchen einfach dort und Nacht für Nacht kommt kein Männchen, weil es den Männchen dort zu hell ist. Und nach 2 Wochen oder so sterben dann die Weibchen und fertig. Gut, wir haben dann geschaut, wie wenig Licht das es eigentlich erträgt und haben an einem Ort, wo es ganz viele Glühwürmchen hat, haben wir auch eben solche Fallen hingestellt im Dunkeln und dann mit einer künstlichen Lampe zuerst gar kein Licht und dann immer mehr Licht dazugegeben, um zu schauen, wie sich das auswirkt. Wenn wir kein Licht gegeben haben, dann konnten wir recht viele Glühwürmchenmännchen fangen und wenn wir nur ein bisschen Licht gegeben haben, das Lux ist so eine Maßzahl für die Lichtstärke, so wie Meter für eine Länge, eben schon wenige Lux reichen eigentlich, dass wir fast keine Männchen fangen konnten. Also die künstliche Beleuchtung ist wirklich ein Problem. Wenn wir das jetzt so ein bisschen zusammenfassen, da für Larven, Männchen und Weibchen, eben die Weibchen, die sind manchmal auch unter den Lampen. Die Männchen weichen dem Kunstlicht aus. So kommt es eben nicht zur Paarung. Und bei den Larven hat man herausgefunden, dass schon ein bisschen Licht sie überhaupt daran hindert, aktiv zu werden in der Nacht. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also Skyglow, das ist der Widerschein vom Stadtlicht an der Wolkenschicht. Also wir haben eine Stadt, die leuchtet. Oben haben wir Wolken, recht häufig. Das Licht geht zu der Wolkenschicht und kommt wieder hinunter und beleuchtet eigentlich alles so ein bisschen zusätzlich. Dem sagt man Skyglow. Und dieser Skyglow, diese Lichtverschmutzung, die kann ohne weiteres so hell sein wie Vollmond, wie Vollmondlicht. Die Larven, die weigern sich quasi aktiv zu werden, wenn es zu hell ist, weil das sind Nachttiere. Viele Nachttiere, die warten darauf, dass es eine gewisse Dunkelheit erreicht wird, bevor sie überhaupt aktiv werden. Und das
passiert eben nicht, wenn überall eben alles verleuchtet ist. Und das nimmt wirklich zu in der Schweiz. Ich habe hier zwei Karten. Lichtverschmutzung, das ist etwas, was man auch von den Satelliten her, von oben her, aufnehmen kann und betrachten kann. Hier haben wir Aufnahmen von 2012, also vor 9, 10 Jahren unterdessen schon, genau. Und je dunkler es ist, desto weniger Licht hat der Satellit eben gesehen aus dem All sozusagen. Und bei den Städten, hier Zürich oder da oben noch Winterthur oder so, wäre Winterthur, da ist es eben sehr hell in dieser Skala. Und 9 Jahre später, im letzten Jahr, war es eigentlich schon noch heller. Stellen, die zuvor schwarz waren, sind jetzt blau. Blau, das ist heller als eben vor 9 Jahren. Das ist wirklich ein Problem, diese Lichtverschmutzung, die nimmt immer zu, fast von Jahr zu Jahr. Und das ist eben für viele Nachttiere ist das ein großes Problem, eben auch für die Glühwürmchen. Schauen wir den Lebensraum ein bisschen an. Man kann sich eigentlich recht gut vorstellen, wenn wir auch wieder die Larven, die Männchen, die Weibchen anschauen. Die Larven, die brauchen natürlich so ein bisschen schneckenreiche, eher feuchte, schattige Vegetationen. Die Männchen wiederum, die müssen ja etwas sehen, die wollen ja die Weibchen suchen. Die brauchen einen offenen Flugraum. Die fliegen nicht im Dickicht herum. Also die brauchen etwas ganz anderes. Die brauchen nicht die schattigen Bereiche, sondern die offenen Bereiche. Und die Weibchen wiederum, die sind sehr häufig ebenso am Wegrand, am Waldrand, wo sie sich am Tag verkriechen können, wenn es heiß ist, aber eben in der Nacht hervorkommen können und gesehen werden von den Männchen. Das sind also schlussendlich ganz unterschiedliche Teile brauchen diese Lebensräume, eben schattige, offene Krautsäume am Wegrand und so weiter. Und in dem Sinn brauchen sie wirklich strukturreiche Lebensräume, also abwechslungsreiche Lebensräume, nicht einfach etwas ganz Monotones, nicht einfach einen dichten Wald, auch nicht einfach eine offene Wiesen-, Rasenfläche, sondern es muss eine Abwechslung sein, ja? Die sterben nicht so schnell. Die können noch unter Umständen 2, 3 Wochen weiterfliegen, auch vielleicht sich noch mit anderen Weibchen paaren und irgendwann sterben sie aber dann auch. Ja? Was? Bei dem? Also, genau, vielleicht ein bisschen zu kompliziert auf den ersten Blick, aber man kann es schon verstehen. Hier sehen wir einen Vollmond. Das ist hier an dieser Grenze zwischen diesem Grün und diesem Grün ist sozusagen Vollmond. Lichtstärke, kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, ist ein bisschen hell, aber nicht gerade wahnsinnig hell, wenn Vollmond scheint. Und jetzt blau ist schon deutlich weniger Licht, etwa ein Achtel von Vollmondlicht. Und dann, wenn es schwarz wird, ist es noch weniger, ein 1/16 oder ein 1/32. Ist gut, oder? Genau. Ebenso Lebensräume, die können dann vielleicht, wenn sie eben interessant sind, gut strukturiert, abwechslungsreich, vielleicht wie hier auf dieser Karte sieht man das auch ein bisschen, eben da hat man viele Waldränder, man hat da diese gestrichelten Gebiete, Feuchtgebiete, dann Wiesen und so. Es ist die abwechslungsreichen Lebensräume, das ist das, was die Glühwürmchen schätzen. Die gleiche Landschaft im Luftbild, eben hier die feuchten Bereiche, jetzt sehen etwas braun aus, die Wiesen, viele Waldränder, Einzelbäume und so. Eben diese Abwechslung, die ist ja einfach sehr viel wert. Und das ist nicht nur für die Glühwürmchen so, sondern für viele andere Tiere auch. In Dagmersellen, das ist eine Gemeinde im Kanton Luzern, wollten die vor ein paar Jahren herausfinden, ob sie da noch Glühwürmchen haben und so. Und da haben sie mich gefragt, wo sie suchen sollen. Also das ist die Dagmersellen im Luftbild, da ist die Autobahn, da hat das Wälder und so. Und ich habe dann natürlich gesagt, eben von dem auch, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich würde da mal so in diesen Gegenden schauen, wo es eben ein bisschen abwechslungsreich ist. Da, wo bei der Autobahn oder wo es so monoton ist,
Da findet man wahrscheinlich keine und mitten in der Siedlung natürlich auch nicht. Dann haben sie dann gesucht an diesen Stellen und siehe da, sie haben wirklich relativ viele dort gefunden, bei diesem Gebiet 1, das sieht so aus. Und das kann man sich gut vorstellen, eben hier, wo es im Vordergrund abwechslungsreich aussieht, da findet man eher Glühwürmchen, aber nicht nur Glühwürmchen, sondern natürlich auch andere Tiere in großer Vielfalt. Da unten, wo es monotone Felder hat und eben auch die Autobahn, wird es dann langweiliger und hat es keine Glühwürmchen mehr. Sie haben dann eine Nachkontrolle gemacht, welche sehr ähnlich ausgefallen ist. Interessant war, dass da unten war, beim Nummer 4 war ein Bauer, der viel intensiver zu bewirtschaften begonnen hat und da sind die Glühwürmchen dann verschwunden. Was wir sehr eigenartig fanden, ist, dass es da ein sehr schönes Gebiet gibt in dieser Gemeinde, wo man eigentlich denkt, da müsste es Glühwürmchen geben. Und wir haben dann versucht herauszufinden, weshalb es in diesem Gebiet keine Glühwürmchen gibt. Jetzt ist es so, das war so ein Gebiet, das früher eigentlich eher als Mülldeponie gebraucht worden ist. Bauschutt und alles Mögliche hat man da hineingeworfen in diese Tümpel. Dann hat man das renaturiert, also man hat es wieder geputzt und schön bepflanzt, wo nötig, und die Tümpel wieder freigestellt. Also ein sehr schöne Lebensräume gemacht. Aber die Glühwürmchen, die kommen eben da nicht hin. Das ist so ein bisschen das Problem, weil die Glühwürmchen von da oben, von diesem glühwürmchenreichen Gebiet, die müssen da durch diese langweiligen Felder, wo es vielleicht nicht mal Schnecken hat, dann über die Autobahn, und das schaffen die einfach nicht. Und das ist für viele Tiere ein Problem, dass sie eben in der Landschaft sich gar nicht mehr fortbewegen können, weil eben so viele Hindernisse im Weg sind. Eben so Autobahnen, große Straßen generell oder eben sehr langweilige, monotone Landwirtschaftsgebiete. Fragt sich eben, wie mobil sind eigentlich diese Viecher? Die Weibchen, die sind überhaupt nicht mobil, die bleiben wirklich am Ort, die wollen sich halt nur noch fortpflanzen und Eier legen. Die Männchen, die sind zwar mobil, die können rumfliegen, aber wenn nur die Männchen ein neues Gebiet entdeckt, nützt das nicht, weil das braucht ja auch Weibchen dazu. Also das heißt, es muss an den Larven liegen und die Larven, die kriechen effektiv so ein bisschen in der Landschaft herum, dort, wo es eben Schnecken hat, und die Altlarven, die scheinen irgendwie wirklich dann plötzlich auch ein bisschen auszuschwärmen und neue Gebiete zu suchen. Manchmal werden sie auch verschleppt mit Pflanzen oder so. In Zürich haben wir doch noch erstaunlich viele Glühwürmchen, zum Teil auch in Parkanlagen in der Innenstadt gefunden. Also die gibt es schon noch. Von Winterthur habe ich nicht so viele Meldungen gehört bis jetzt, aber es wird sie auch geben. Recht viele findet man in Familiengartenarealen, also so Schrebergärten. Das ist halt auch wieder etwas sehr Vielfältiges. Oder auch in schönen alten Gartenanlagen, schönen alten Parkanlagen findet man sie auch. Auch hier wieder eben hat es Stellen, wo es viele Schnecken hat und da offene Bereiche, wo eben die Männchen gut herumfliegen können und die Weibchen sind vielleicht da an der Übergangskante. Das ist diese Villa, der Garten dieser Villa ist das, und wo die gebaut worden ist vor über 100 Jahren, waren da oben wahrscheinlich ganz viele Glühwürmchen noch vorhanden, die konnten da einfach in diese neue Gartenanlage hineinspazieren. Kommen wir zum Schluss noch zu den Förderungsmöglichkeiten. Wie kann man sie fördern? Man kann eben schauen, dass es nicht zu viel Kunstlicht hat. Hier im Vordergrund hat es noch ein Glühwürmchen. Das heißt, dass in den Gärten nicht dauernd Licht brennt, dass das Licht nur brennt, wenn jemand kommt. Kann man ja machen, bekanntlich. Dass es nur dorthin leuchtet, wo es wirklich gebraucht wird und nicht überall sonst. Dass man die Gebiete sorgfältig pflegt. Hier werden Wiesenböschungen mit der Sense gemäht. Das tönt ja ein bisschen altmodisch und primitiv, aber ist natürlich viel vorteilhafter als irgendwelche schweren Geräte, die dann zum Beispiel alle Schnecken zerquetschen. Oder dass man eben auch schaut, das ist eine Lichtung, wo es eben Glühwürmchen hat, dass die nicht langsam zuwächst. Das hat man da in Zürich in dieser Lichtung gemacht. Man hat geschaut, dass die nicht zuwächst. Jetzt hat es ganz viele Glühwürmchen dort. Oder hier hat man geschaut, dass eben eine abwechslungsreiche
Geschichte da am Wegrand ist mit einer Hecke, wo es eben vielleicht Schnecken hat und so Steinhaufen, wo sich Glühwürmchen auch verstecken können oder so. Oder auch tagsüber, vielleicht Schnecken ebenfalls. Das sind halt Landschaften, wo es Glühwürmchen hat. Ich bin dann gleich fertig. Das ist so eine Stelle, wo wir mit einem Verein, der sich eben auch um Glühwürmchen kümmert, auch versucht haben, eben ähnlich ein bisschen wie hier so Strukturen zu schaffen. Wir haben da eine Obstbaumreihe gepflanzt und solche Steinhaufen und solche Dinge gemacht. Und siehe da, es sind dann nicht nur Glühwürmchen gekommen, sondern auch Wiesel, wie man hier sieht. Also es ist offenbar etwas, was eben nicht nur den Glühwürmchen hilft.